Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird schon einiges gesagt und deswegen werde ich mich kürzen. Im Juni 2012 ist es gesagt worden, wurde das Vergabegesetz unter anderem um die vergaberechtlichen Mindestgrundlegungen ergänzt und nun haben wir den Evaluierungsbericht, der damals mit vereinbart wurde, vorliegen. Und es wurde auch von allen meinen Vorrednern schon festgestellt, dass es doch erhebliche Bedenken im Vorfeld vorgetragen wurden. Und in der heutigen Aktuellen Stunde hatte man in gewisser Weise auch ein Déjà-vu, denn viele der aktuell vorgetragenen Herausforderungen mit der Ausführung des Mindestlohngesetzes waren auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens des Vergabegesetzes 2010, 2012 zu vernehmen. Und das vorliegende Gutachten kommt nun zu den eindeutigen Befunden. Im Hinblick auf das Vergabegesetz und dessen Ausführung sind Problemlagen wie beim Mindestlohngesetz nicht eingetreten. Das ist, glaube ich, auch Konsens über alle demokratischen Fraktionen. Sicher, es gibt zusätzlichen Verwaltungsaufwand und eine Kostensteigerung. Das war auch erwartbar. Sicher, es gibt Potenzial dafür, zum Beispiel die Kontrolle der Einhaltung noch effizienter zu gestalten. Auch die angesprochenen Punkte von meinem Kollegen Herrn Schulte, selbstverständlich greifen wir die auch und werden wir in bewährter Form behandeln. Aber die großen negativen Auswirkungen sind eben nicht eingetreten. Das Land geht seit Juli 2012 erfolgreich mit gutem Beispiel voran. Meine Damen und Herren, aus den Ergebnissen der Befragung, aber auch aus dem Mindestlohngesetz des Bundes und einer neuen Rechtslage, die mit dem neuen EU-Vergaberichtlinien in Kraft getreten ist, ergeben sich Fragen zur weiteren Vorgehensweise. Und die Handlungsempfehlungen des Gutachtens auf Seite 89 fortlaufende habe ich daher mit Interesse gelesen. Und hier steht ja zum Beispiel ein Auslaufen des Gesetzes zum 31. Dezember 2016 in Rede. Hintergrund ist zum Beispiel, dass Bestimmungen, die etwa nicht durch das Mindestlohngesetz geregelt werden, auch untergesetzlich geregelt werden könnten. Für alles Weitere hätten wir dann auch in der öffentlichen Auftragsvergabe das Mindestlohngesetz. Meine Damen und Herren, ich sage hier, denke ich mal ganz deutlich, ein Auslaufen dieses Gesetzes wäre sicher der falsche Weg. Das Vergabegesetz regelt die öffentliche Auftragsvergabe in Mecklenburg-Vorpommern und die Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe. Es dient einem gerechten Interessenausgleich zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern sowie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das Gutachten belegt, dass das Vergabegesetz dies erfolgreich macht. Und deshalb ist dieses Gesetz wichtig. Die insgesamt guten Erfahrungen sprechen jedenfalls aus meiner Sicht dagegen, sich in der öffentlichen Auftragsvergabe auf das Mindestlohngesetz zurückzuziehen. Denn ich denke, damit holen wir ohne Not die Probleme bei der Ausführung des Mindestlohngesetzes in ein, wie die Evaluierung gezeigt hat, fast reibungslos funktionierendes Vergabegesetz. Und aufgrund des Gutachtens werbe ich daher für eine zügige Fortführung, natürlich mit der möglichen Aufnahme von Verbesserungen aus dem Evaluierungsbericht in das Vergabegesetz. Und Herr Holter, ich habe in der Debatte, Herr Holter, ich wollte auf Sie eingehen, ich habe in der Debatte zumindest hier und auch im Vorfeld nirgendwo gehört, oder dass jemand gesagt hätte, dass möglicherweise der Bericht mit dieser Debatte hier eingestellt wird und das alles abgehängt wird. Ich denke, und das ist mein Verständnis, und das, glaube ich, war es auch bei der Evaluierung, Sinn und Zweck einer Evaluierung ist ja genau zu erfahren, in welcher Weise ein Gesetz wirkt. Und so ist auch unser Verständnis, dass selbstverständlich Verbesserungen, Anregungen, die wir dort mit aufnehmen können, wir das auch zügig in dieses Gesetz mit einarbeiten wollen. Und zu Ihrem Überweisungsantrag, ich kann Ihnen versichern, auch ohne, dass Sie das heute beantragt haben oder dergleichen, dass der Ausschussvorsitzende in Wirtschaftsausschüsse mit einer Selbstbefassung so oder so dieses Thema aufgreift. Ja. Vielen Dank.